nicht einfach fahren, wie ich Bock habe. Ey, und das geht alles noch weiter. Wow. Schon klar, dass das kein popliger Sprint ist wie alle anderen, aber... Oh oh, er kommt, ich höre ihn. Er ist aber auch in die Wand reingeknallt. Das, obwohl ich, hey, er ist gewaltig in die Wand reingerasselt und kam gar nicht erst los. Ah, jetzt kommen wir der Sache, glaube ich, schon näher. 95%, da fahren wir noch ein kleines Stückchen, aber dann ist auch fertig hier. Puh. Da oben ist Ende jetzt mal. Und vielleicht sogar noch im Flug. Yay, im Flug. Ja, das ist doch mal ein schönes Bild. Das ist doch mal richtig schön. Ja, weiter. So, jetzt muss ich mir das Symbol aussuchen. Wo war es das letzte Mal? Das ist blöd. Hoffen wir doch mal, dass wir auf dem ersten Schlag das Auto kriegen. Das letzte Mal war es, glaube ich, hier. Ich probiere es einfach in der Mitte. Und... Wagenkonfiszierung aufheben. Ich glaube, ich weiß, wo der Fahrzeugschein ist. Von daher, ja, bis gleich. So, wie ihr seht, kann ich mir jetzt wieder Symbole aussuchen und dann fange ich doch gerade hier drüben an. Okay, das war ungeplant. Puh, und da haben wir den Fahrzeugschein. Leider kein extra Symbol wie... Optik, einzigartige Teile oder Leistungsupgrade. Aber braucht man ja auch nicht unbedingt zwingend. Von daher. Ja, you unlocked Rockport irgendwas. Das steht in Englisch auf in Schwarz drunter. Seht ihr vielleicht hier drüben das UN Land steht hier hinten noch. Aber Rockport ist jetzt freigeschaltet. Also von daher haben wir uns ja gewünscht. Blacklist 8 ist Jade Barrett, genannt Jules. Oh ja. Da haben wir wieder unser Ford Mustang. Also Jade Barrett, Jules genannt. Ihr Wagen ist ein Ford Mustang GT. Ihre Stärke ist ein Drag-Rennen. Lebenslauf. Das süße Ding hier heißt Jules. Sie steht auf Big Blocks und Muscle Cars und hat schon jede Menge Meilen runtergespult. Mach also bloß keine Dummheiten. Die hat echt Power unter der Haube. Ja, glaube ich direkt. Mit dem Ford Mustang. Leider erst bei der Nummer 8, wobei ich schon bei der Nummer 4 war an sich. Irgendwie mal... Ja, da sehen wir den kleinen Clip zu Jules. Und natürlich hat sie Power unter der Haube, das weiß ja wohl jeder. Gut so, du bist jetzt Nummer 9 auf der Blacklist. Sieh dich gut um, das ist Rockport City. Ich habe noch einen Unterschlupf in der Nähe für dich klargemacht. Und zieh dir die Gegend genau rein, vielleicht hast du es ja mal eilig. Bis später. Alles klar. Wird gemacht, Schnuckelchen. Jetzt aber erstmal. Oh ja. Achso, das kennen wir ja schon. Und das auch. Also von daher. Wo sind wir hier? Direkt am Tuningladen. Wir sind noch am Versteck Campen Beach oder im Versteck Campen Beach, in der Nähe von Versteck Campen Beach, wie auch immer Campen Beach. Yeah! Ja, ist nicht auch ein... Oh! Links-rechts verwechselt, Leute. Okay, okay. So, wow, und ab ins Versteck und in die Wagenauswahl. Jetzt habe ich... Ach nö, nur einmal. Hier.
geht zwar ganz schön runter, aber natürlich muss ich damit noch in den Tuning Shop. So. Oh. Ja. Klar, Unterschlupf verlassen. Mann. Bin ich heute neben der Spur wegen meinem PC. So, jetzt geht's erstmal zum Tunen. Mal sehen, was da so läuft. Und da sind wir beim Tune. Ja, wir brauchen nicht unbedingt ins Hinterzimmer zu gehen. Da haben wir ein neues Getriebe, was uns gerade mal ordentlich erhöht. Haben wir noch was Neues? Dann gucken wir einfach so mal durch, ob dem Wagen vielleicht noch was fehlt. Okay. Hier, da haben wir doch eine Nitro-Einspritzung, da fehlt noch was. Beim Fahrwerk ist auch alles da, Getriebe haben wir geguckt und der Motor, ja, da müssen wir erst die Nummer 7 besiegen. Und ja, damit wäre das Tuning abgeschlossen und ja, ich bin nochmal kurz weg. So, da bin ich schon wieder, ja, ich habe... Wie gesagt, das Problem mit dem Virus auf meinem Computer und lass da jetzt gleich 3 Virenscanner auf einmal auf den los. Mal sehen, ob es was bringt. Keine Ahnung, werde ich noch sehen. Hier, dieses Haus, das ist echt interessant, weil du kannst das komplett... Und da steht eben auch noch Bank of Rockport. Nicht im Ernst, ich breche einfach mal eine Bank ein. Okay. Puh, nicht mein Problem. So, jetzt erstmal ins Versteck, um die Warnung zu vergleichen. So, und die Warnung vergleichen. Alter, sehen wir ja, Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind höher, Handling ist niedriger, aber das kann man immer noch ändern. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt mit meinem Mitsubishi Motors Lancer Evolution 7 und nicht mit den Cayman S, also Porsche Cayman S, weil er einfach cooler ist. So, und wir machen weiter natürlich. Oh, das Gesamtkopfgeld, da müssen wir noch dran arbeiten. Wie wär's, wenn wir zumindest mal mit den Meilensteinen ein wenig anfangen? 214 km/h, das dürfte zu schaffen sein. Auch bei diesem, bei dieser Radarkontrolle. Hübsch flach der Wagen an sich. Fällt mir gerade mal so auf. Und der Auspuff sitzt auch nicht allzu schlecht. Und die entsprechende Geschwindigkeit schön geknackt. Ja, weiter. Und wir gehen natürlich direkt weiter zum nächsten Meilenstein. 238. Klar, fange ich den an. So, wo muss ich denn lang? Kenne ich das überhaupt noch? Ja, da sehe ich die Radarfalle doch schon. Wohoho. Uncool. 238 war die Ansage. Ah, 240 ganz knapp erwischt. Also nicht unbedingt schlecht.